Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Und zwar starten wir mit der IT-Sicherheit. IT-Sicherheit ist momentan so ein boomendes Gebiet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade das Video aufnehme, da ist gerade mal wieder die Rede von einer Ransomware. Und zwar WannaCry ist fast vorbei, aber dafür die Nachfolger, die wüten immer noch ganz schön ordentlich. Und ja, das ist natürlich ein Problem für viele Leute, nehme ich jetzt zumindest mal an, dass man da nicht unbedingt gerne seine Festplatte verschlüsselt hat. Und da dachte ich mir, Mensch, es kam jetzt schon ein paar Mal von euch der Wunsch, lass uns doch mal mit IT-Sicherheit anfangen und zwar ein bisschen mehr als nur Tools, was ihr schon auf meinem Kanal aktuell findet. So, was wir tatsächlich machen müssen als IT-Sicherheitler ist natürlich, wir müssen uns um die IT-Sicherheit kümmern. Was bedeutet das genau? Wir müssen Systeme sicher machen, denn es macht das beste System bringt uns überhaupt nichts, wenn es irgendwie angegriffen wird und dann fällt es komplett aus. Das heißt, sagen wir mal, ich habe die beste Website. Sagen wir, ich habe Google. Ja, mir gehört jetzt Google, aber ich habe überhaupt nichts für die IT-Sicherheit getan. Und jetzt kommt irgendeiner daher und klaut mir meine Webseite, indem er einfach meinen Server hijackt. Bam. Und das war's dann mit Google. Und ja, ich kann nichts mehr damit machen. Wenn Google auch nur ein paar Stunden Ausfall hat, haben die Millionen Verluste. Und deswegen ist natürlich auch Google quasi nicht hackbar, sozusagen, was aber auch gut ist. Denn stellt euch mal vor, Google wäre weg. Das wäre ziemlich fatal für uns alle, denke ich mal. Und ja, momentan ist so ungefähr die Statistik, 5 Angriffe jede Sekunde, also 5 Cyberangriffe tatsächlich, habe ich neulich oder vor ein paar Minuten, um genau zu sein, erst getestet und habe ein bisschen gezählt, zumindest grob gezählt. Und ja, durch diese Ransomware werden natürlich auch viele Angriffe irgendwie reported, aber ja, wir sind einfach in einem Zeitalter, da ist alles IT-lastig und überall ist IT. Und stellt euch mal vor, euer Stromkraft oder irgendwie eure Stromversorgung würde ausfallen. Das ist natürlich auch furchtbar, aber tatsächlich haben die Stadtwerke hier in Karlsruhe, ich wohne in Karlsruhe, zumindest momentan, die Stadtwerke haben einen Freiwilligen oder was heißt Freiwilligen, einen Freelancer beauftragt, der sich in die Stadtwerke einhacken sollte und der hatte wirklich nichts und ist innerhalb von ein paar Tagen in den Stadtwerken so tief drin gewesen, dass er alles hätte machen können, also ganz Karlsruhe den Strom weg. Alles wäre möglich gewesen. Das ist natürlich auf keinen Fall gut. Das ist jetzt natürlich keine schlechte Publicity für die Stadtwerke, sondern eigentlich eher positive Publicity, denn sie haben sich darum gekümmert. Sie haben einen Hacker beauftragt und der hat ihnen natürlich die Sicherheitsschwachstellen, hat er ihnen natürlich alle genau detailliert mitgeteilt und die konnten die beheben. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr möglich, was davor möglich war. Stellt euch mal vor, sie hätten das nicht gemacht. Da kommen wir dann schon wieder so in Thema Terrorismus. Was wäre, wenn jetzt irgendwie jemand Böses sich da reinhackt und plötzlich alles wirklich weg wäre, der nicht von den Stadtwerken beauftragt wird? Und deswegen ist es einfach so unglaublich wichtig, Sicherheit zu betreiben und wirklich auch überall dafür zu sorgen, dass die Systeme sicher sind. So, ich hoffe, ich habe euch genug motiviert, was wir bisher gemacht haben, ganz kurz. Und zwar, wir haben mit Hacken gearbeitet, aber da auch nur uns eigentlich die Tools angeguckt. Also wir haben ein bisschen eigentlich mit den Tools rumgespielt, die man bei Kali Linux so findet. Und ja, Tools ist ein kleiner Bestandteil vom Hacken, denn meistens wird das Ganze nicht mit irgendwelchen Tools möglich sein. Nur so Spezialsachen, was man halt machen muss, sozusagen Passwörter bruteforcen oder sowas. Da gibt es natürlich Tools dazu und da ist es auch super wichtig, dass ihr die verwendet, denn ihr würdet es niemals irgendwie selbst so effizient hinbekommen, wie zum Beispiel Hashcat das hinbekommt. Aber ja, eventuell wäre da noch einiges mehr, was wir uns beim Hacken noch nicht angeguckt haben. Zum Beispiel haben wir uns noch nicht angeguckt, was ist Reverse Engineering oder sowas. Haben wir alles noch nicht gemacht und das ist natürlich ein Riesengebiet und da möchte ich euch natürlich auch einführen. Aber wir sehen auch, Hacken ist nur ein kleiner Teilbereich von der IT-Sicherheit. Also keine Sorge, wir werden hier drin hacken, aber wir müssen natürlich auch wissen, was wir hacken und warum wir dieses System hacken wollen. Das heißt, wenn wir nicht wissen, wie zum Beispiel die Zugangskontrolle ist, also wie kann ich in das System eindringen, wie sieht es da mit Benutzerrechten oder Administratorrechten aus. Wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich vorhabe. Das heißt, ich kann auch gar nicht sagen, hey, ich möchte mich da jetzt einhacken in dem Sinne. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass wir als Penetration-Tester oder auch generell als IT-Sicherheitsfachmänner und Fachfrauen natürlich uns da genau auskennen. So, jetzt ganz kurz noch zu mir, warum IT-Sicherheit für mich so interessant ist. Ich studiere Informatik aktuell im Master, je nachdem zu welchem Zeitpunkt ihr das hört, schaut einfach darauf, wann das Video veröffentlicht wurde. Und ja, ich vertiefe auch natürlich IT-Sicherheit. Das heißt, ich habe da auch einen gewissen Background. Ich habe schon so viele Bücher mittlerweile in dem Thema gelesen, so viele
Posts, tatsächlich auch ein bisschen Praxis gehabt. Ja, und ich hoffe, ich kann euch da vielleicht ein bisschen weiter das Thema vermitteln, und ich finde es mega wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, wie wichtig IT-Sicherheit eigentlich ist, denn wenn man das nicht macht, dann passiert eben sowas wie bei den Stadtwerken, und wenn man dann sich nicht drum kümmert, dann hat man früher oder später ein Problem. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig, dass jeder so ein, der irgendwie mit IT zu tun hat, zumindest ein grundlegendes Kenntnis oder ein paar grundlegende Kenntnisse von IT-Sicherheit tatsächlich hat. Okay, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile eine Strichliste angefangen, wie oft ich IT-Sicherheit sage. Ihr könnt nochmal von vorne anfangen und dann nochmal gucken, wie oft ich das tatsächlich mache. Aber ja, ist halt das Einleitungsvideo, da muss man dann ein bisschen in die Richtung gehen. Okay, was ihr schon auf meinem Kanal findet oder eventuell noch nicht gefunden habt, aber ich weise euch jetzt mal ganz kurz darauf hin, ich habe eine Webseite unten in der Beschreibung verlinkt, und da gibt es ein super Forum erstens mal mit haufenweise motivierten und super coolen Leuten, die sich auch unter anderem über dieses Thema unterhalten. Und ja, wir haben natürlich auch schon einiges hier auf dem Kanal gemacht. Ihr könnt einfach mal draufklicken auf meiner Kanal-Startseite, müsstet ihr so ziemlich jede Playlist finden, die ich irgendwie habe. Und da findet ihr unter anderem eben diese Playlist Ethisches Hacken, ihr findet eine Playlist Metasploit. Da haben wir mit Tools experimentiert, ein bisschen rumgearbeitet, aber nicht wirklich viel mehr damit gemacht. So, dann haben wir Kryptografie gemacht. Kryptografie in dem Sinne ist natürlich wichtig, aber wir haben da auch wirklich forschende Themen, also aktuelle Forschungsthemen behandelt, keine Ahnung, CCA2-Verschlüsselung und solchen Kram. Das heißt, das ist wahrscheinlich, wenn ihr wirklich nur IT-Sicherheit im Hirn habt, nicht wirklich relevant für euch, denn die Dinger werden überhaupt noch nicht eingesetzt. Die sind noch viel zu ineffizient. Man muss da erst noch ein bisschen weiter forschen, aber für die Studenten unter euch, guckt da auf jeden Fall mal rein. Wir haben mit Linux rum experimentiert und auch eine virtuelle Maschine mit Linux aufgesetzt, weil man Linux einfach überall mittlerweile benutzen sollte, weil Windows irgendwie nur Mist baut momentan. Aber okay, das kann sich hoffentlich natürlich noch ändern. Und natürlich solltet ihr ein bisschen zumindest grundlegende Kenntnisse übers Programmieren haben, weil wir auch viel hier programmieren werden. Und wir werden uns auch ein bisschen mit Netzwerktechnik beschäftigen. Nicht in dieser Serie, die Serie ist aktuell noch nicht draußen, wo ich dieses Video aufnehme. Aber wir fangen damit an nach dem Machine Learning, was wir auch momentan gerade machen, je nachdem wann ihr eben dieses Video hier seht, ist wahrscheinlich Netzwerktechnik zumindest schon angelaufen oder schon fertig, je nachdem, und wir werden uns dann auch mit Netzsicherheit beschäftigen, also wie sicher sind irgendwelche Netzwerkprotokolle oder sowas, also zum Beispiel WLAN kann man nur hacken, wenn man dieses Protokoll WLAN kennt. Ansonsten macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt da irgendwie per Zufall versuche, die richtige Datei, wo eben dieser Handshake, den wir cracken wollen, drinsteht, dann weiß ich natürlich nicht weiter, was ich da genau machen soll. Also ihr solltet zumindest ein paar grundlegende Kenntnisse haben, je nachdem. Ich werde aber in jedem Unterbereich hier nochmal genau sagen, was wir brauchen. Das wird übrigens keine Kryptografie 2.0 Serie, sondern wir wollen natürlich höchstens Kryptografie anwenden. Das heißt, wir gucken uns an, wie wenden wir diese Kryptografie überhaupt an, oder was für eine kryptografische Verschlüsselung wäre jetzt hier irgendwie sinnvoll, aber wir werden nicht in die Details gehen von den Verfahren. Die könnt ihr dann in der Kryptografie-Playlist nachgucken. Okay, werde ich natürlich auch dann immer verlinken. So. Und ich denke, ja, das ist erstmal das Grobe, was wir schon hier alles haben. Was wir vorhaben, ja, das ist natürlich erstmal einiges. Also wir wollen uns angucken, was für Bedrohungen gibt's, was für Angreifertypen gibt's. Damit muss man sich natürlich beschäftigen. Wenn wir einen staatlichen Angreifer haben, also sagen wir mal, die NSA möchte mich hacken, dann habe ich natürlich deutlich schlechtere Chancen, mich zu verteidigen, wie wenn jetzt irgendein Script-Kiddy herkommt und mir irgendein fertiges Tool auf den Hals wirft. Da kann ich natürlich einfach sagen, hey, ich bin ein bisschen besser als der Durchschnitt und bei mir hast du keine Chance. Aber da muss man natürlich auch unterscheiden. Wir wollen unterscheiden, was es für Bedrohungen gibt. Also was ist eine Ransomware, was ist ein Exploit oder was ist eine Schwachstelle generell erstmal. Das hat jetzt übrigens nicht wirklich miteinander zu tun gehabt. Also Ransomware ist eher in Richtung tatsächliche Malware, ein Typ Malware, und eine Schwachstelle bzw. ein Exploit ist eigentlich ein bisschen eine Überkategorie. So, wir wollen uns ein bisschen mit Security Engineering befassen. Was bedeutet Security Engineering? Naja, das bezeichnet so ziemlich den Begriff, wenn wir Code schreiben, dann sollte der auch sicher sein. Also wir sollten uns vielleicht angucken, dass wir, wenn wir C programmieren, keine Buffer-Overflows produzieren. Wäre wichtig. Access Control, also Zugriffs-, Zugangs-, Zutrittskontrolle, all den Kram, das fällt alles unter Access Control. Wollen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, sprich, wenn ich jetzt mir eine Webseite baue, dann sollte ich dafür sorgen, dass nicht jeder irgendwie Zugriff auf den Admin-Bereich hat. Und wie kann ich das eben umsetzen? Wie gesagt, Kryptografie wollen wir auch anwenden, habe ich auch schon kurz erwähnt. Netzsicherheit habe ich auch schon erwähnt. Und Penetration Testing, das ist wahrscheinlich der Part, an dem die meisten von euch interessiert sind. Keine Sorge,
werden wir nicht als letztes irgendwie behandeln, sondern werden wir immer mal wieder machen. Noch ganz kurz zu der Art der Serie, weil ich immer mal wieder höre, oh, deine theoretischen Playlists sind ein bisschen anstrengend, sind nur für Profis gedacht. Ja, ist korrekt. Wir wollen hier aber nicht für Profis arbeiten. Wir wollen sowohl Praxis als auch Theorie vereinigen. Es macht keinen Sinn, wenn ich euch nur die Praxis zeige, dann habt ihr wahrscheinlich wieder genauso wenig Ahnung wie davor. Dann habt ihr wieder nur so einen Toolbaukasten. Aber es macht auch keinen Sinn, wenn ich euch nur die Theorie zeige, denn dann wisst ihr nicht, wie ihr es anwenden könnt. Das heißt, das soll so ein bisschen beides vereinigen. Und warum ich jetzt hier übrigens angefangen habe, meine erste Playlist mit irgendwelchen PowerPoints, oder es ist kein PowerPoint, aber egal, mit irgendwelchen Präsentationsslides zu machen, ist einfach, ja, ich hatte gerade Bock drauf. Das heißt, nicht wirklich davon ausgehen, ihr könnt nicht wirklich davon ausgehen, dass hier das alles jetzt mit PowerPoint-Slides sein wird. Werden wir nicht machen, ist einfach viel zu aufwendig. Ich habe viel zu lange an dieser Slide rumgebastelt, aber ich fand es irgendwie spaßig. Und ja, gut, was nochmal ganz kurz zum Penetration-Testing auf euch zukommen wird, da jetzt, wie gesagt, die meisten hier daran interessiert sein werden unter Umständen. Wir werden uns natürlich, oder wir haben uns schon mit den Tools befasst. Das wird noch weitergehen, wenn ich irgendwelche Tools finde, die für euch nützlich sind oder vielleicht auch irgendwann mal selber welche schreibe oder ihr welche schreibt, dann werden die hier vorgestellt, das ist ganz klar. Also da wird es nicht irgendwie aufhören. Wir wollen uns aber auch Exploits selber bauen. Wir wollen auch Code analysieren, ob er irgendwie Schwachstellen hat und dann darauf basierend irgendwelche Exploits bauen. Wir werden uns mit wahrscheinlich am längsten Reverse Engineering befassen. Reverse Engineering ist, wie kann ich aus fertiger Software, also sagen wir mal, ich habe eine Android-APK-Datei, das ist die Installationsdatei von Android, wie kann ich, wenn ich so ein Ding in der Hand habe, wieder den Source-Code, also Java-Code, zurückbekommen in die Hand? Das funktioniert und ist aber nicht wirklich so leserlich, als hätten wir ihn selbst geschrieben, weil der muss natürlich irgendwie daraus entpackt werden und das ist ja natürlich eigentlich nicht so vorgesehen. Deswegen werden wir uns natürlich auch damit befassen. Und anhand von diesem Reverse Engineering können wir uns zum Beispiel auch angucken, wie ein Virus, wie zum Beispiel WannaCry geschrieben ist. Und dann können wir eben solche Sachen finden, wie dieser Killswitch, der aktuell gefunden wurde. Also ich weiß nicht genau, wie ihr es jetzt verfolgt habt. Ist wahrscheinlich, je nachdem, wann ihr das Video seht, auch schon ein bisschen her. Da gab es einen Killswitch, der den ganzen Virus disabled hat, also komplett ausgeschaltet hat, vom Macher selbst eingebaut, damit er die Möglichkeit hat, das Ganze zu stoppen, wenn es irgendwie Überhand nimmt. Und solche Sachen findet man natürlich nur mit Reverse Engineering. Das heißt, wir müssen dann sowas finden können und müssen auch sagen können, hey, hier ist dieser Killswitch, so aktiviere ich den. Das heißt, da muss man dann auch ein bisschen Ahnung von Netzwerktechnik auch haben. Denn ja, ich gehe jetzt hier nicht weiter auf die Details von WannaCry ein. Okay, auf jeden Fall werden wir uns natürlich auch mit Forensik beschäftigen. Das heißt, wie kann ich irgendwas tracken oder wie kann ich ja generell einfach Forensik betreiben im IT-Bereich. Also wir werden hier nicht irgendwelche Polizeiforensik oder sowas machen, keine Sorge, das ist definitiv out of scope und definitiv auch nicht in meinem Interesse, dass ich sowas kann. Das bleibt den Profis vorbehalten. Okay. Ja, und wie ihr sehen könnt, war es das von meiner Seite schon wieder. Das heißt, ich habe hier noch nicht wirklich mehr vorbereitet, aber ich denke, das reicht auch mal als kleine Einleitung. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und seid dabei. Und ja, wie gesagt, meldet euch im Forum an, dann können wir da noch ein bisschen weiter diskutieren. Und ihr könnt untereinander ein bisschen diskutieren und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.